So Leute, Sonntagmorgen, bin mal wieder auf dem Weg zum Krabbeln, hab jetzt 20 Minuten Autofahrt vor mir und da habe ich mir gedacht, haust du noch mal ein Bohrei raus. Und heute werde ich mich mal wieder über Afrika im Speziellen und die dritte Welt im Allgemeinen, meine damit die ehemaligen europäischen Kolonien. Insbesondere, wie gesagt, Afrika und Asien. Südamerika lassen wir mal raus, weil die haben es ja meistens alle geschafft. Der Grund ist, ich habe zum Jahreswechsel habe ich auf Arte ein paar sehr coole Dokumentationen gesehen. Ein Vierteiler über, muss man das hier ganz ein bisschen stabilisieren, ein Vierteiler über die Entkolonialisierung der Kolonien, die ja auch nicht ganz problemlos vonstatten gegangen ist. Sehr interessant, hau ich mal einen Link drunter, gibt es mittlerweile auch auf dem YouTube-Kanal von Arte. Und eine Doku über die sogenannten Völkerschauen, die Anfang des 20. Jahrhunderts noch sehr beliebt waren. Und da wurden ja halt Menschen, unter anderem auch in Hagenbecks Tierpark, wo kommst du denn her? In Zoos ausgestellt, als andere Menschenrassen mehr oder weniger wie Tiere. Und ich habe da jetzt in der Vergangenheit, ich habe in letzter Zeit wieder auch Kneipengespräche mit Kollegen etc. pp. Bekannte, Verwandte, Freunde drüber gesprochen und ich habe immer wieder höre ich so Sachen, so ja, die sind ja jetzt schon seit quasi 60 Jahren unabhängig, mehr oder weniger. Und die ganzen Diktatoren, die da sind, und die müssen doch mal, und da muss man mal eine Fabrik hinbauen, und damit die was zu tun haben, und die sind ja alle zu faul. Diese ganzen Stereotypen, die man so hört. Ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ne, bin ich nicht der Meinung. Meine Meinung ist, wir, die europäischen ehemaligen Kolonialmächte, sind da immer noch für verantwortlich. Und was heißt überhaupt ehemalige Kolonialmächte? Ich meine, wir sind ja quasi immer noch. Guckt euch an, Indien, Bangladesch, wo unsere T-Shirts und unsere ganze Stoffproduktion für Nüsse ist und wo die gar nichts davon haben. Also in Anführungsstrichen, Hauptsache wir kriegen den Scheiß billig. Guckst du dir in Afrika an. Ich gucke auch, dass ich zu jedem Thema da noch einen Link finde, weil da gibt es Dinge auf YouTube, die man sich angucken kann. Und das ist ganz einfach zu finden. Aber damit es noch einfacher wird, ich packe die Links unten runter. Was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel Weizen. Wahnsinn, Weizen gibt es eine nette Doku. Und zwar, da geht es darum, dass zum Beispiel ein Großteil des deutschen Weizens sehr subventioniert wird. Dass der unten in Afrika so billig verkauft wird, dass den kein afrikanischer Bauer den Preis unterbieten kann. Unter dem Deckmäntelchen der Bekämpfung des Hungers. Dann siehe Elektroschrott, Plastikmüll, Müll generell. Was haben wir noch? Hühnerfleisch. Die kriegen das, was wir nicht mehr brauchen, wird da noch verkloppt. Oder auch Rindfleisch mittlerweile. Ne, wird so billig bei uns produziert, der Fleischverbrauch in Deutschland geht eigentlich zurück, der Konsum, aber die Produktion geht nach oben. Rat mal, wo der ganze Scheiß hingeht. Ne, und da können die auch nicht. Was haben wir denn noch? Elektroschrott habe ich schon erwähnt. Ne, wir schicken unseren ganzen Elektromüll darunter. Per Gesetz darf das nicht sein. So, aber jetzt mal ganz ehrlich, welcher Zöllner will den ganzen 40-Fuß-Container kontrollieren? Da werden die ersten paar Meter, die werden mit vernünftig funktionierenden Geräten, wie es dem Gesetz nach Gesetz sich auch so gehört, vollgepackt und der Rest ist Müll. Und ich bin an Mülldeponien vorbeigefahren, wo Menschen, die auf diesen Mülldeponien leben und unseren alten Elektroscheiß verbrennen, um da die Kupferkabel und die ganzen edlen Metalle rauszuholen. Das ist nicht wirklich ein gutes Gefühl. So, schöne Doku, die ich auch noch verlinken werde, ist Kongo. Hier, der Louis Paul, der, keine Ahnung, der Zweite, für den Kongo eigentlich eine Privatkolonie war.
Ne? Der hat auch nur rausgeholt. Und das, was heute im Kongo abgeht, ist immer noch eine direkte Folge von dem, was damals zu Kolonialzeiten da passiert ist. Und da braucht mir auch keiner erzählen, jojo, der ist ja jetzt ein Diktator. Natürlich, klar. Aber von wem ist denn der eingesetzt? Der ist von den ehemaligen Kolonialmächten beziehungsweise von den Finanzinteressen orientierten Ländern, boah, das war jetzt kompliziert, eingesetzt, die da Bock drauf haben. Und da werden halt Regierungen eingesetzt, die halt unseren Interessen genehm sind. Und ich finde, das geht nicht so. Und dann beschweren wir uns darüber, wenn die Leute dann rüberkommen, ein besseres Leben suchen und werden aber bei uns als Wirtschaftsflüchtlinge begrüßt. Ey, da haben wir auch eine Verantwortung. Wenn wir als Deutsche eine Verantwortung dem gegenüber haben, was im Dritten Reich passiert ist, dann hat aber ganz Europa eine Verantwortung dem gegenüber, was sie in den Kolonien angerichtet haben. Auf jeden Fall. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Was soll das? Und da kann mir auch keiner kommen, ja, das ist ja jetzt auch schon so lange her. Nee, wir beuten die immer noch aus. Und das geht nicht. Und es wird Zeit, dass wir anfangen, für das, was wir von denen haben wollen, einen vernünftigen Preis zu bezahlen. Und nicht, und das, was wir nicht haben wollen, einfach da zu verklappen. Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Leute, guckt euch die Dokus an und vielleicht kriegt ihr dann bisschen anderen Blickwinkel darauf, was mit den Flüchtlingen los ist, warum die kommen und dass die nicht alle doof sind. Das sind Opfer der Umstände und die Umstände haben wir herbeigeführt. So, und demnächst mache ich nochmal ein Video über das, was im Nahen Osten abgeht, meiner Meinung nach. Das ist nur meine Meinung, genau wie das ganze Video hier auch nur meine Meinung ist. Und jeder soll seine eigene Meinung haben, aber ich habe auch meine. Also, reingehauen. So, ja, eins noch zum Abschluss. Wusstet ihr eigentlich, dass die Überproduktion der Tomaten in der EU, die ja in, wie heißt das, Almeria in, im Süden von Spanien, diese Treibhausecke da, wo übrigens auch eine Menge Afrikaner und Asylanten und Flüchtlinge arbeiten und für uns die Tomaten, Paprika, Gurken und sonst irgendwas pflücken. Also, was mit diesen Tomaten passiert, die schicken wir wieder zurück nach Afrika und verkaufen die so billig, dass kein afrikanischer Bauer den Preis jemals unterbieten kann. Sind wir nicht human? Das ist doch wohl voll Knaller, wa? Erst nutzen wir die Leute aus, um den Scheiß für uns zu ernten, damit das schön billig ist, und dann verkaufen wir den ganzen Scheiß den Leuten wieder zurück. Das darf nicht wahr sein. Und ich meine, die Nummer mit Marokko hier, Garnelen von Europa nach Marokko schicken, kurz polen lassen und wieder zurück. Alles klar, ne? Läuft die Nummer. Reingehauen.